Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur nächsten Vorlesung im Europarecht aus der Humboldt-Universität zu Berlin darf ich Sie sehr herzlich begrüßen. Sie wissen, wir haben einiges geschafft, Sie haben sich die Grundlagen erarbeitet und wir beginnen heute mit dem Vorlesungsabschnitt zur europäischen Wirtschaftsintegration. Und hier möchte ich Sie zunächst einführen in den Binnenmarkt und die Grundfreiheiten. Also wir schauen uns an, was die Basis dieses von mir als Kern der Europäischen Union bezeichneten Gebiets ist. Meine Damen und Herren, kein Europarecht ohne Binnenmarkt. Der Binnenmarkt ist der Kern der Wirtschaftsintegration. Er ist der Kern der europäischen Integration überhaupt. Er ist sozusagen die raison d'être überhaupt für den Integrationsprozess. Er steht im Mittelpunkt. Und als solcher ist er, wenngleich nicht so prominent, wie es eigentlich sein müsste, sondern an eingangs des AEUV normiert, wo es heißt, dass der Binnenmarkt einen Raum ohne Binnengrenzen umfasst, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen der Verträge gewährleistet ist. Was brauchen wir, um einen solchen Raum ohne Binnengrenzen zu gewährleisten? Wir brauchen die Grundfreiheiten, über die wir jetzt intensiv sprechen werden in den nächsten Stunden und in dieser, und es ist kein Geheimnis, darüber gibt es auch Klausuren, ja, und hinzu kommt die Methode der Rechtsangleichung, der Harmonisierung, um die Lücken, die die Grundfreiheiten im Binnenmarkt lassen, auszugleichen, eben zu harmonisieren. Wir unterscheiden Produkt- und Personenverkehrsfreiheiten nach Artikel 26 Absatz 2 AEUV. Dort sind Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital genannt. Und das habe ich mal in dieser an Kreativität kaum zu überbietenden Grafik dargestellt. Wir haben blau Waren und Kapital. Da geht es um Produktverkehrsfreiheiten. Und wir haben die Personenverkehrsfreiheit unterteilt in Arbeitnehmerfreizügigkeit und Niederlassungsfreiheit. Da geht es rot markiert um Personenverkehrsfreiheiten eben. Und bei der Dienstleistungsfreiheit gibt es beides. Da gibt es sowohl die Produkte, die zirkulieren, nur die Dienstleistungen selbst, aber auch Personen, die die Dienstleistungen mit sich tragen. Wir werden das schon heute erfahren, wie das funktioniert. Als Annexfreiheit gibt es noch den freien Zahlungsverkehr. Das ist schlicht die Regelung, dass man andere Leistungen, die von den Grundfreiheiten erfasst sind, auch bezahlen kann. Also der freie Warenverkehr wäre nichts wert, wenn man sagen würde, ja, es gibt einen Binnenmarkt für die Waren, aber Zahlungen können im Binnenmarkt nicht geleistet werden. Deswegen muss der Zahlungsverkehr als Annexfreiheit noch mit genannt werden. Regelungsort dafür ist der Artikel 63 Absatz 2. Normalerweise spielen mindestens im dritten Semester spielt der Zahlungsverkehr keine Rolle. Sie erinnern sich bitte, dass das Europarecht anwendungsvorrangig ist, und Sie erinnern sich bitte, dass Normen, die hinreichend bestimmt sind, hinreichend präzise, unmittelbare Wirkungen entfalten können. Das ist gerade bei den Grundfreiheiten relevant, mit der Rechtsfolge der unmittelbaren Wirkung, dass Einzelne, die Individuen, eine Berechtigung daraus ableiten können. Einzelne können sich auf die Grundfreiheiten berufen. Die Grundfreiheiten verschaffen eine Individualberechtigung. Wie ist eine Grundfreiheit aufgebaut? Das wollen Sie natürlich wissen, wenn Sie eine Klausur überstehen müssen. Nun, das ist das Prüfungsschema. Ihnen kommt das nicht so unbekannt vor, schon vom Grundrechtsschutz, Anwendungsbereich, Beeinträchtigung und Rechtfertigung. Und dieses Schema sollten Sie also jetzt in den nächsten Wochen studieren. Die Grundfreiheiten lösen einen Rechtfertigungsdruck aus auf die nationale Gesetzgebung.
Wenn es Gesetzgebung gibt in den Mitgliedstaaten, die dem freien, dem Raum ohne Binnengrenzen entgegensteht, dem freien Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital, dann ist diese Gesetzgebung zu rechtfertigen. Wir haben ein Rechtfertigungserfordernis. Und dieses Rechtfertigungserfordernis führt eben dazu, dass die Mitgliedstaaten in ihren Regelungsbefugnissen eingeschränkt werden. Manche sagen auch, es schränkt die demokratische Gestaltungsfähigkeit der Mitgliedstaaten ein, wenn wir Rechte haben, die über die mitgliedstaatliche Gesetzgebung gestellt wird. Dazu ist nur andeutungsweise schon mal zu sagen, Vorsicht, die Rechtfertigung kann relativ leicht gelingen, wenn die Regelung dem Verhältnismäßigkeitsprinzip folgt. Und dann müsste man ja statuieren, dass das Demokratieprinzip erfordern würde, dass Mitgliedstaaten und mitgliedstaatliche Parlamente auch mal was Unverhältnismäßiges tun. Und das zu fordern, würde ich sagen, ist eine interessante Forderung. Aber wir werden darüber sprechen. Daran knüpft an eine Unterscheidung, die Sie häufig im Schrifttum finden werden und die nicht ganz unproblematisch ist. Wenn mitgliedstaatliche Regelungen durch die Grundfreiheiten unter Rechtfertigungsdruck kommen, führt das in der Tendenz, wenn man eben die Regelungen nicht rechtfertigen kann, zu einem Abbau von Regelungen, zur negativen Integration. Das Gegenstück dazu ist, dass die Europäische Union selbst Regelungen aufbaut, um die Zwecke, die hinter solchen mitgliedstaatlichen Regelungen vorher standen, auf europäischer Ebene neu ins Werk zu setzen. Da sprechen manche von positiver Integration. Nun hat sich es aber leider zugetragen, dass im Schrifttum sich an das Negativ-Positiv so eine Art Wertung, ja fast wie eine moralische Wertung, angehängt hat. So nach dem Motto, negativ ist das Schlechte, positiv ist das Gute. Da bitte ich Sie, bei der Arbeit mit schriftlichen Quellen einfach sehr genau hinzusehen. Der rechtspolitische Entscheidungsrahmen der Mitgliedstaaten ändert sich also, je stärker die Grundfreiheiten wirken. Je stärker die Wirkungsbreite der Grundfreiheiten ist, umso mehr kommt es zu einer Zentralisierung, weil ja mitgliedstaatliche Regelungen abgebaut werden. Und wenn es einen Bedarf gibt, etwas zu regeln, wird man es nun harmonisiert durch die Europäische Union tun. Es kommt ferner dazu, dass es eben Harmonisierungsbestrebungen gibt, dass von der Zentrale harmonisch reguliert wird. Aber es gibt auch Deregulierungseffekte, wenn die Harmonisierung nicht zustande kommt, wenn man sich nicht einig werden kann in der europäischen Gesetzgebung über ein Harmonisierungsprojekt. Der Effekt der Grundfreiheiten hat also eine verhältnismäßig klare Tendenz, der Effekt, ihre Wirkung, ihre Wirkungsbreite, aber die Wirkungen sind nicht in eine Richtung. Sie können auch einander widersprechend sein. Es ist nicht so leicht, neuere gute theoretische Literatur zu den Grundfreiheiten zu finden. Einer meiner Lieblingsaufsätze ist der im Literaturkasten angegebene von Pedro Caro de Sousa, Negative and Positive Integration in EU Economic Law. Hier, deswegen nenne ich den Aufsatz hier, dem entnehme ich dieses Konzept, was ich hier auf der Folie habe. Nehmen Sie es sozusagen als Fußnote für die Quelle. Aus dem Prüfungsschema, das ich Ihnen vorgestellt habe, werden wir uns heute nur diese zwei Punkte hier rausgreifen, beziehungsweise in einen Oberpunkt mit den zwei Unterpunkten, nämlich den Anwendungsbereich und hier namentlich den persönlichen bzw. sachlichen Anwendungsbereich sowie den räumlichen Anwendungsbereich. Zunächst ist aber ganz wichtig, gewissermaßen vor das Schema gestellt, noch die Frage des Verhältnisses von Grundfreiheiten zur Harmonisierung zu klären. Es gibt hier
einen Vorrang des Sekundärrechts. Das ist irritierend. Natürlich ist das Sekundärrecht dem Primärrecht letztlich nachgeordnet. Es muss ja mit dem Primärrecht konform sein. Aber wenn wir eine Harmonisierung haben und Harmonisierung geschieht durch Sekundärrecht, also durch Verordnungen und Richtlinien im Wesentlichen, dann sperrt die Harmonisierung die Anwendung der Grundfreiheiten. Es ist dann das anwendungsnähere Recht, nämlich das harmonisierte Recht, anwendungsnäher und vorrangig zu beachten. Das ist kein normativer Anwendungs- oder gar Geltungsvorrang, sondern es ist einfach ein praktikabler Vorrang. Das Sekundärrecht, wenn wir eines haben, müssen wir Sekundärrecht prüfen und können nicht auf die primärrechtlichen Grundfreiheiten zurückgreifen. Wenn die Unionsorgane Gemeinwohlgüter durch Harmonisierung europaweit gesichert haben, dann muss man sich nicht mehr fragen, ob die Grundfreiheiten es den Mitgliedstaaten ermöglichen, in verhältnismäßiger Weise bestimmte Gemeinwohlinteressen zu schützen, ohne die Grundfreiheiten zu beeinträchtigen. Versuchen Sie sich das zu merken. Fragen Sie mich das gerne in der Zoom-Sitzung. Und wenn Sie es am Schluss gleich noch nicht verstanden haben, dieser Vorlesung, so müssen Sie es doch unbedingt am Ende der Erörterung der Grundfreiheiten insgesamt verstanden haben. Ich habe aber einen didaktischen Kniff angewandt, dass das auch wirklich funktioniert. Das Sekundärrecht selbst muss natürlich grundfreiheitskonform sein. Es gibt seltene Fälle, in denen der Gerichtshof Maßnahmen der Mitgliedstaaten an den Grundfreiheiten prüft. Das Sekundärrecht muss den Grundfreiheiten entsprechen. Aber entscheidend ist, dass Sie nicht in eine Grundfreiheitsprüfung einsteigen, wenn es einschlägiges Sekundärrecht gibt. Nun also wirklich zum persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich der Grundfreiheiten. Warum müssen wir die Grundfreiheiten überhaupt voneinander abgrenzen? Warum sagt man nicht einfach Binnenmarkt und fertig gewissermaßen? Nun, es gibt unterschiedliche im persönlichen Anwendungsbereich. Die Grundfreiheiten haben unterschiedliche Personen, die sich darauf berufen können. Es gibt unterschiedliche Beschränkungsmöglichkeiten und deswegen muss man eben voneinander abgrenzen. Es gibt als dogmatische Gegenbewegung die Konvergenz der Grundfreiheiten. Man spricht davon, dass die Grundfreiheiten einander immer ähnlicher werden, aber die Konvergenz ist in der Rechtsentwicklung irgendwann stehen geblieben und deswegen bleibt es bei den Rechtsunterschieden. Allen Grundfreiheiten ist gemeinsam ein wirtschaftlicher Kern. Das heißt, es muss irgendwelche Leistungen, Produkte oder persönliche Aktivitäten geben, die einen Geldwert haben, die rein karitative, wohltätige Tätigkeit ist ausgenommen. Allerdings wird der Anwendungsbereich der Grundfreiheiten nicht dadurch beseitigt, dass wir uns in einem Bereich bewegen, der einen nicht wirtschaftlichen Bezug hat. Also Bildung ist an sich eine nicht ökonomische Tätigkeit, aber Bildung kann einen Geldwert haben. Ausbildungsleistungen können einen Geldwert haben. Sport ist an sich etwas, was keine wirtschaftliche Betätigung bedeutet. Wenn ich im Wald spazieren gehe und das als Sport ansehe, dann hat das nichts mit Ökonomie zu tun. Wenn aber Personen mit Millionengehältern Lederkugeln über den grünen Rasen dreschen, dann haben wir sehr wohl einen ökonomischen Bezug und dann auch die Grundfreiheiten eröffnet. Das ist mal ein Streitpunkt gewesen, den es aber nicht mehr als Streitpunkt gibt. Beginnen wir mit dem freien Warenverkehr. Der Grund dafür ist einmal ein didaktischer. Man kann am freien Warenverkehr eine ganze Menge erklären. Aber auch historisch ist der freie Warenverkehr vom Gerichtshof zuerst entwickelt worden aus den Vertragsnormen. Ausgangspunkt für den freien Warenverkehr sind die Artikel 28 folgende
Und unser normativer Ausgangspunkt ist insbesondere der Artikel 28 Absatz 2, Artikel 30 und Kapitel 3 dieses Titels. Das sind also die Vorschriften über den freien Warenverkehr. Gelten für die aus den Mitgliedstaaten stammenden Waren sowie für diejenigen Waren aus dritten Ländern, die sich in den Mitgliedstaaten im freien Verkehr befinden. Wir haben beim freien Warenverkehr nur einen sachlichen Anwendungsbereich. Bitte geben Sie sich nicht die Blöße, in einer Klausur zu schreiben, dass Sie den persönlichen Anwendungsbereich des freien Warenverkehrs entwickeln. Das würde sozusagen eine kategoriale Verwechslung zwischen Person und Sache implizieren. Wollen wir vielleicht nicht. Ja? Was sind Waren? Die sind ja hier nicht definiert. Es sollen Waren, die irgendwo herstammen, sein. Was ist eine Ware? Nun, das sind alle Erzeugnisse, die einen Geldwert haben und Gegenstand von Handelsgeschäften sein können. Alles, was irgendwie in Geld bezahlbar ist, mit Ausnahme dessen, was nicht am Handel teilnehmen kann. Was ist das? Naja, wenn wir wieder Urlaub machen können und Sie nehmen aus dem Griechenland-Urlaub eine schicke Statue mit oder aus dem Italien-Urlaub, das sind Gegenstände res extra commercium, Gegenstände, mit denen man nicht handeln kann und handeln darf, die sind ausgenommen, bestimmte Kulturgüter. Ja, das ist aber ein Definitionsteil, das merken Sie schon an meinem Beispiel, den wir sehr selten brauchen werden. Auch Abfälle sind Waren. Wieso, werden Sie fragen? Naja, Abfälle können gehandelt werden, sofern sie recycelfähig sind. Und wenn es wirklich Müll ist, den man loswerden will, dann hat er einen negativen Geldwert. Anders als im Strafrecht ist auch Energie eine Ware. Sie erinnern sich vielleicht an die Strafrechtsfälle, wo jemand dem anderen zu Reichsgerichtszeiten den Strom abgezwackt hat und dann wurde gesagt, das ist Diebstahl. Nein, sagen die Strafrechtler, nulla pöna sine lege, Strom ist doch keine Sache, das sind doch nur fließende Elektronen. Im Europarecht ist das nicht relevant. Energie ist Ware, ist ein Erzeugnis, das einen Geldwert haben kann und deswegen in der Warenverkehrsfreiheit mit drin. Die Energiemärkte sind Warenmärkte nach dem Europarecht. Auch Rechte, also verbriefte Rechte, können als Ware gehandelt werden. Viel bodenständiger ist bitte für Sie alle ein Blick in Artikel 38 Absatz 2 AEUV, wo es heißt, dass die Vorschriften für die Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarkts auf landwirtschaftliche Erzeugnisse Anwendung finden, soweit in den 39 bis 44 nicht etwas anderes bestimmt ist. Das Agrarrecht ist ein Sonderbereich des Europarechts. Die Artikel 39 bis 44 enthalten Sonderregeln, planwirtschaftliche Sonderregeln. Ansonsten gilt aber der freie Warenverkehr. Sollten Sie also eine Erdbeere, eine Kartoffel oder eine Schweinehälfte in der Klausur haben, idealerweise mehrere Erdbeeren, große Mengen Kartoffeln, viele Schweinehälften, dann müssen Sie zunächst einmal den 38 Absatz 2 AEUV mit zitieren. Hoffentlich sind wir nicht alle schon so vergroßstädtert in Berlin, dass wir gar nicht mehr wissen, was ein Agrarprodukt ist. Das kann ja auch zu Überraschungen führen. Was sind Waren, die aus den Mitgliedstaaten stammen? Nun, das ist ein ganz interessanter Punkt. Also wir sind bei 28, wir wissen jetzt, was eine Ware ist nach Absatz 2. Jetzt müssen wir uns fragen, wann stammt eine Ware aus den Mitgliedstaaten? Wer das nachgucken möchte, im modernisierten Zollkodex ist das geregelt, wo kommt eigentlich eine Ware her? Da werden Sie sagen, naja, also nichts leichter als das. Gut, bei der Schweinehälfte räume ich ein, da haben wir vielleicht zwei Orte, wo sie herkommen kann. Einmal, wo das Schwein aufgewachsen ist und dann vielleicht da, wo es aus dem Schwein zwei Hälften geworden sind. Ja? Bei der Kartoffel ist es einfacher, das ist auch nicht so brutal. Aber wie ist es bei einem, ich gucke mal, was ich hier vor mir habe, einem Notebook? Wo ist das hergestellt worden? Sie wissen, dass die Teile darin vielleicht von woanders kommen als das außen herum. Das gibt es auch bei Kraftfahrzeugen, ja, dass Sie ein Fahrzeug haben, das wir als deutsche oder französische
oder italienische Marke kennen. Aber in Wirklichkeit wissen wir, dass die Sitze, das Lenkrad und der Auspuff aus einem ganz anderen Land kommen. Das ist geregelt. Wo was herkommt, müssen Sie nie nachvollziehen in Klausuren, aber nur einfach wissen. Die Zauberformel lautet in diesen Regelungen die letzte wesentliche Verarbeitungsstufe. Also nur in Folie schweißen oder so reicht nicht. Radkappe aufsetzen reicht nicht, sondern es muss schon noch ein wesentlicher Verarbeitungsschritt dabei sein. Und dann kommt eine Sache entweder aus den Mitgliedstaaten nach 28 Absatz 2 oder aus dritten Ländern. Und wenn die Ware aus dritten Ländern kommt, aus Drittstaaten, dann muss sie sich in der Europäischen Union im Freiverkehr befinden. Das sagt uns ja Artikel 28 Absatz 2. Diejenigen Waren aus dritten Ländern, die sich in den Mitgliedstaaten im freien Verkehr befinden. Das müssen wir uns kurz klar machen. Die Europäische Union ist eine Zollunion. Nach außen ist sie sozusagen, hat sie einen einheitlichen Zoll. Innen in der Europäischen Union werden an den Grenzen keine Zölle erhoben. Das ist geregelt in Artikel 28 und insbesondere das Verbot, Zölle zu erheben in Artikel 30. Das stelle ich hier mal fest. Das brauchen Sie üblicherweise in den Pflichtklausuren nur so zu wissen, ohne weitere Hintergründe. Aber wie Sie müssen wissen, dass natürlich das Wegfallen der Binnengrenzen auch voraussetzt, dass die Ware legal in den Binnenmarkt reingekommen ist. Sonst müsste man ja Grenzkontrollen nur für die Waren aus dritten Ländern erheben, wenn es so wäre, dass jeder Mitgliedstaat einen extra Außenzoll hat. Hat er nicht. Es gibt eine Zollunion, also ist der Eintritt in den Binnenmarkt nachzuweisen und dann befindet sich eine Ware im freien Verkehr. Wenn also die Einfuhrförmlichkeiten erfüllt sind, egal ob am Flughafen BER, ich bin so stolz, dass ich das in der Vorlesung einmal sagen darf, oder am Hafen von Duisburg, einem Binnenhafen, oder im Hafen von Rotterdam, einem Seehafen, egal wo die Ware eingetroffen ist, oder in diesem Bahnhof, wo die Seidenstraße endet. Ja, die neue Seidenstraße meine ich damit. Wenn dann alle vorgeschriebenen Zölle und Abgaben gleicher Wirkung erhoben und auch nicht rückvergütet worden sind, dann ist die Ware im Freiverkehr. Wir haben ganz kurz in der letzten Zeit in den Medien gelernt, warum das so wichtig ist. Denken Sie an den Brexit-Streit. Wo ist eigentlich die Zollgrenze des Vereinigten Königreichs? Sie darf nicht zwischen Irland und Nordirland sein. Aus friedenspolitischen Gründen. Sie darf nicht in der irischen See sein, eigentlich, weil ja Nordirland zu Großbritannien gehört, beziehungsweise zum Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland. Das ist genau dieses Problem. Wo tritt die Ware in den Binnenmarkt ein? Sie merken sich nur, sie muss irgendwie in den Binnenmarkt legal gekommen sein, damit sie im Freiverkehr ist. Und dann hat die Ware am Binnenmarkt, am freien Warenverkehr Teil. Kommen wir zum freien Personenverkehr. Der freie Personenverkehr wird unterteilt. Es gibt einmal die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Wie sieht hier der persönliche Anwendungsbereich aus? Nun, hier ist der Regelungsort Artikel 45 Absatz 1 AEUV. Innerhalb der Union ist die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gewährleistet. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit betrifft den freien Personenverkehr für nicht selbstständige Personen. Das sind nur Unionsangehörige. Es ist nicht gesagt, dass das irgendwie Drittstaatsangehörige sind und es müssen eben Arbeitnehmer sein. Also solche Personen, die abhängig in einem Lohn- und Gehaltsverhältnis tätig sind und eine wirtschaftliche Leistung erbringen. Der Clou oder das entscheidende Kriterium ist also die abhängige Beschäftigung. Das schließt auch Teilzeitbeschäftigte ein. Das schließt auch Beamte ein, die nach dem deutschen Arbeitsrecht keine Arbeitnehmer sind, weil sie in einem besonderen öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen. Das ist für das Unionsrecht nicht relevant. Auch Studenten hat der Gerichtshof mal zu Arbeitnehmern erklärt.
Das dürfen Sie nun überprüfen an sich selber, wie relevant das ist. Hat das bezogen auf den Zusammenhang mit einer früheren Berufstätigkeit und die Berufsbezogenheit des Studiums und daraus das Erfordernis abgeleitet der Nichtdiskriminierung bei der Studiengebühr? Wir brauchen heute diese strenge Abgrenzung nicht mehr, denn das Freizügigkeitsrecht gilt auch für nicht arbeitende Personen, jedenfalls unter bestimmten Voraussetzungen und selbstverständlich für Studentinnen und Studenten. Auch Auszubildende, Praktikanten, wenn sie entlohnt werden, Referendare sind Arbeitnehmer. Auch Personen, die einer Arbeit nachgehen, die nach allgemeinem Sprachgebrauch als sittenwidrig bezeichnet wird. Ich möchte insbesondere auf einem aufgezeichneten Video jetzt die Berufe, an die man da so denken kann, nicht im Einzelnen aufzählen. Ich würde mich auch wundern, wenn es dazu gerade Rückfragen gäbe. Nach dem Sekundärrecht sind Familienangehörige den Arbeitnehmern gleichgestellt. Wenn eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer in einem anderen Mitgliedstaat arbeitet, dann muss es ja gewährleistet sein, dass die Familie mitkommen kann. Wie gesagt, das allgemeine Aufenthaltsrecht aus der Unionsbürgerschaft, wir haben es schon besprochen, zu einer Erweiterung geführt, dass es nicht immer zwingend auf die berufliche Tätigkeit ankommt. Und bei Drittstaatsangehörigen gibt es grundsätzlich keine Arbeitnehmerfreizügigkeit. Ausnahme die Türkei. Die Türkei ist seit 1960 mit der Europäischen Union assoziiert und der Assoziationsrat EU-Türkei hat in den 1980er Jahren sehr wichtige Beschlüsse gefasst, die wirksam sind, die türkischen Arbeitnehmern besondere Rechte in der Europäischen Union geben. Das ist gerade für Deutschland ein Land, in dem viele türkische Arbeitnehmer leben, sofern sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit schon haben oder erworben haben, natürlich vorteilhaft. Die können sich dann auf diese Rechte berufen. Was ist der sachliche Anwendungsbereich? Der ist in Artikel 45 Absatz 2 und 3 geregelt. Sie, die Arbeitnehmerfreizügigkeit, umfasst die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit beruhenden unterschiedlichen Behandlung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen. Sie gibt, unter Vorbehalten, die wir dann bei der Rechtfertigung besprechen werden, den Arbeitnehmern das Recht, sich um eine Stelle zu bewerben, sich im Mitgliedstaat dann frei zu bewegen, sich dort aufzuhalten nach klein c und auch zu bleiben nach Beendigung der Beschäftigung. Das musste man nach dem Brexit für die vielen Personen regeln, die vielen Briten, die sich in Spanien in der Sonne niedergelassen hatten. Das meine ich jetzt nicht irgendwie, dass sie sich in die Sonne gesetzt haben, sondern die da leben und es ist dort sonnig. Es gibt eine Bereichsausnahme, Artikel 45 Absatz 4. Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung. Was heißt das? Öffentliche Verwaltung ist ja ein weites Feld. Das reicht von der Verwaltungsmitarbeiterin oder Sekretärin in einer Kommunalverwaltung bis zur Bundeskanzlerin. Die ist auch in einem besonderen öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis in der öffentlichen Verwaltung tätig. Der Begriff ist eng auszulegen. Es ist nur eine im engeren Sinne hoheitliche Tätigkeit umfasst von der Bereichsausnahme. Entschieden worden ist das an einem ganz amüsanten Fall, der aber relativ einfach ist, der belgische Lokführerfall. Die belgische Staatsbahn wollte Lokführer einstellen. Ich glaube in den 70er Jahren. Und ein Kommissionsmitarbeiter geht auf den Bahnsteig und sieht da so ein Plakat. Da steht Lokführer gesucht, was immer das auf Flämisch heißt. Vielleicht stand es auch, mit Sicherheit stand es auch auf Französisch mit drauf. Das ist ja in Belgien immer so ein Sonderthema. Ja. Und dann Voraussetzung Nationalité Belge. Und der Kommissionsmitarbeiter fährt nicht nach Hause, geht erstmal wieder zurück und leitet ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Belgien ein und Belgien hat das auch verloren. Solche Berufe, die man auch in der privaten Wirtschaft haben könnte, die aber jetzt in Anführungszeichen zufällig beim Staat sind,
auch der Universitätsprofessor oder Professorin, das könnte ja auch eine private Universität sein, die fallen hier nicht darunter. Sollten Ihnen also im Studium EU-ausländische Professorinnen und Professoren begegnen, das ist legal. Und das entspricht, fällt nicht unter die Ausnahme des 45 Absatz 4 AEUV. In Deutschland musste deswegen das Beamtenrecht angepasst werden. Das ist der eine Teil der Personenverkehrsfreiheit. Das andere ist die Niederlassungsfreiheit. Na, das denken Sie sich schon. Im persönlichen Anwendungsbereich geht es hier um die Niederlassungsfreiheit, den freien Personenverkehr für Selbstständige. Die Beschränkung der freien Niederlassung von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verboten. Es sind nur Unionsangehörige gemeint, zusätzlich Gesellschaften mit Sitz in der Union, Artikel 45 AEUV. Aber der Unterschied zur Arbeitnehmerfreizügigkeit ist eben, dass bei der Niederlassungsfreiheit es um Personen geht, die selbstständig tätig sind. Und bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit geht es um Personen, die abhängig beschäftigt sind. Bitte hüten Sie sich davor, zu glauben, die einen sind die Armen und die anderen sind die Reichen. Ja? Die abhängig Beschäftigten, das sind die armen Schlucker. Und die Selbstständigen, das sind die Plutokraten sozusagen oder die Millionäre. Jeder Fußball-Bundesliga-Profi, jetzt erwähne ich die schon zum zweiten Mal, obwohl ich mich da nicht so besonders gut auskenne, verdient möglicherweise mehr als ein selbstständiger Kioskbesitzer oder eine Gastwirtin. Ja, also da, das ist nicht der Unterschied, reich oder arm, sondern einfach nur, ob man selbstständig oder abhängig beschäftigt ist. Selbstständige Beschäftigung ist jede entgeltliche Tätigkeit, die eigener Verantwortung und weisungsfrei erfolgt, die in eigener Verantwortung und weisungsfrei erfolgt. Die rein karitativen Tätigkeiten scheiden aus. Wenn man eine Zweigniederlassung gründet, dann muss man als Unionsangehöriger nach 49 Absatz 2 auch im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats seinen Sitz haben, damit man in einem anderen Mitgliedstaat eine zweite Niederlassung errichten kann. Der sachliche Anwendungsbereich. Was garantiert die Niederlassungsfreiheit? Das hat der Gerichtshof häufig formuliert. Die Verschaffung der Möglichkeit, ich zitiere das, in stabiler und kontinuierlicher Weise am Wirtschaftsleben eines anderen Mitgliedstaats als seines Herkunftsstaats teilzunehmen und daraus Nutzen zu ziehen, wodurch die wirtschaftliche und soziale Verflechtung innerhalb der Union im Bereich der selbstständigen Tätigkeiten gefördert wird. Mit anderen Worten, die tatsächliche Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit mittels einer festen Einrichtung in einem anderen Mitgliedstaat auf unbestimmte Zeit. Sie haben das Studium abgeschlossen und das zweite Examen und sind Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt und gründen jetzt eine Sozietät, das ist schon zu viel, einfach ein Anwaltsbüro in Estland oder Portugal oder Irland. Dann machen Sie von der Niederlassungsfreiheit Gebrauch. Wenn Sie in einer Großkanzlei beschäftigt werden, sind Sie Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer und würden, sofern Sie denn mit der Sozietät, Ihre Sozietät Sie in einen anderen Mitgliedstaat schickt, von der Arbeitnehmerfreizügigkeit Gebrauch machen. Abzugrenzen ist die Niederlassungsfreiheit natürlich auch von der Dienstleistungsfreiheit. Sie sind Anwältin oder Anwalt in Berlin und ab und zu machen Sie auch mal einen Fall in Polen. Dann kommt es auf Dauer, Häufigkeit, Periodizität und Kontinuität der Tätigkeit an. Wenn Sie permanent in Polen dann Mandate übernehmen oder ganz regelmäßig und häufig und kontinuierlich, kann man vielleicht sagen, Sie haben sich schon niedergelassen. Ist es nur punktuell, wird eben eine Dienstleistung im anderen Staat erbracht. Es gibt Einzelfälle der Abgrenzung zur Warenverkehrsfreiheit. Das können wir vielleicht, wenn Sie das möchten, in der Zoom-Sitzung besprechen. Auch hier gibt es bei der Niederlassungsfreiheit die Bereichsausnahme Artikel 51. Auf Tätigkeiten, die in einem Mitgliedstaat dauernd oder zeitweise
mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden sind, findet dieses Kapitel in dem betreffenden Mitgliedstaat keine Anwendung. Das ist ebenso eng auszulegen wie der 45 Absatz 4. Anfangs haben sogar die Rechtsanwälte plädiert, um es wörtlich zu sagen, sie seien öffentliche Gewalt und für sie gelte der Binnenmarkt nicht, denn sie kennen § 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung, der Rechtsanwalt ist Organ der Rechtspflege. Das hat man relativ schnell festgestellt, auch der EuGH, dass also Rechtsanwälte keine öffentliche Gewalt ausüben und auch nicht die Notare. Bei den Notaren war es sehr umstritten. Auch da hat aber der Gerichtshof geurteilt, und ich finde, an der Stelle ist die Entscheidung auch richtig, dass ja sozusagen die Rechtsgeschäfte beim Notar eben von den Privaten durchgeführt werden, nicht vom Staat. Und der Notar oder auch eben die Notarin hier durch den Beurkundungsakt nur hinzutritt. Ein kleiner Annex zur Niederlassungsfreiheit ist die von Gesellschaften. Sie ist auch umfasst in Artikel 54. Der persönliche Anwendungsbereich wird ausgedehnt. Hier heißt es, für die Anwendung dieses Kapitels stehen die nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gegründeten Gesellschaften, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung innerhalb der Union haben, den natürlichen Personen gleich. Hier wird also der persönliche Anwendungsbereich ausgedehnt. Ein Problem bestand, weil man unterschiedliche Konzepte hat. Nach dem Civil Law, also dem kontinentaleuropäischen Recht, muss eine Gesellschaft in dem Staat, wo sie ist, auch ihren Sitz haben. Während nach dem Common Law es reicht, dass man irgendwo die Gesellschaft gründet und sie dann verlegt und dabei ihren gesellschaftsrechtlichen Status erhält. Das ist eben vor dem Brexit ein Problem gewesen, weil die britische Limited, die kann man ohne großes Kapital gründen, und dann haben eben viele eine Limited gegründet und die verlagert in andere Staaten der Europäischen Union, wo man dann mit diesen Gesellschaften operiert hat. Der Gerichtshof hat irgendwann anerkannt, dass der Gesellschaftsstatus bleibt. Und das hat dazu geführt, dass man für solche weniger belastbaren Gesellschaften, etwa in Deutschland die Unternehmergesellschaft, extra Gesellschaftsformen gegründet hat. Normalerweise würde man das in der Europarechtsvorlesung auch breiter abhandeln, bloß nachdem Großbritannien nicht mehr in der Europäischen Union ist und als einziges Common Law Land Irland verblieben ist, vielleicht hat Malta Common Law, ich erkläre hier öffentlich, ich weiß es nicht, ist das Problem geringer geworden. Man muss jetzt eher damit umgehen, was machen wir mit den noch vorhandenen Limiteds. Das ist aber im Ausstiegsabkommen ausführlich geregelt und damit müssen Sie sich damit nicht mehr befassen. Lernen wir als nächste Grundfreiheit den freien Dienstleistungsverkehr kennen. Persönlicher Anwendungsbereich, Artikel 56 Absatz 1 AEUV. Die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Union für Angehörige der Mitgliedstaaten. Da haben wir es schon. Es ist eine Produkt- und Personenverkehrsfreiheit. Ich werde Ihnen gleich noch zeigen, warum das so ist, aber andeutungsweise schon mal, es kann ja die Dienstleistung die Grenze überschreiten oder eben die Person ihre Dienstleistung mitbringen. Der persönliche Anwendungsbereich greift dann natürlich nur für die Personenverkehrsfreiheit. Sachlicher Anwendungsbereich. Hier ist zunächst mal zu sagen, dass die Dienstleistungsfreiheit nach Artikel 57 Absatz 1 AEUV eine Auffangfunktion hat. Denn hier heißt es ja, soweit nicht die Vorschriften über den freien Waren- und Kapitalverkehr und über die Freizügigkeit der Personen eben gelten. Es sind selbstständige entgeltliche Tätigkeiten und es muss schon per Definition die Grenze überschritten werden. Hier in 56.1 ist das angedacht oder formuliert, dass der Dienstleistungserbringer in einem anderen Land sitzt als der Empfänger
Und 57 Absatz 3 sagt das auch nochmal, dass der Dienstleistende zwecks Erbringung seiner Leistung seine Tätigkeit vorübergehend in dem Mitgliedstaat ausüben kann, wo die Leistung erbracht wird. Also, wir haben selbstständige entgeltliche Tätigkeiten. Aus der Rechtsprechung mal ein Sammelsurium. Gewerbliche Tätigkeit religiöser Vereinigungen. Es gibt Religionsgesellschaften, die auch kommerziell aktiv sind. Das ist mal vom EuGH dazu gefasst worden. Sportliche Aktivitäten meint nicht den einzelnen Sportler, sondern ganze Sportveranstaltungen, die als Dienstleistungen kommerziell woanders durchgeführt werden. Auch kulturell kommerzielle Aktivitäten. Auch Rundfunk und Fernsehen sind Dienstleistungen. Da ist argumentiert worden von den Öffentlich-Rechtlichen, dass die Privaten ja keine kommerzielle Dienstleistung sind, insofern als es ja keine wirtschaftliche Gegenleistung des Dienstleistungsempfängers gibt. Also wenn ich einen Privatfernsehsender aus dem Ausland gucke, zahle ich denen ja nichts dafür. Aber es muss keine Konnexität vorhanden sein, so hat der Gerichtshof zu Recht ausgeurteilt. Der Empfänger muss nicht der Zahlende sein. Kommerzielles Fernsehen hat einen wirtschaftlichen Inhalt und deswegen auch an der Dienstleistungsfreiheit teil. Lotterien, grenzüberschreitende Lotterien ist ein ganz wichtiges Feld der Dienstleistungsfreiheit. Nicht, weil es so schön wäre, sondern weil es hier relativ viel Regulierung gibt. Ich bin da nicht so firm, aber es soll sowas geben wie grenzüberschreitende Sportwetten. Vielleicht mag ja da jemand in der Zoom-Sitzung nein, ich möchte Ihnen das nicht unterstellen. Auch wenn der Staat am Wirtschaftsleben teilnimmt, solche Leistungen können Dienstleistungen sein. Auch Gesundheitsdienstleistungen können Dienstleistungen im Sinne der Dienstleistungsfreiheit sein. Denken Sie nur daran, dass jemand in einem anderen Mitgliedstaat zum Arzt geht. Dann haben wir einen Fall der Dienstleistungsfreiheit. Auch hier wieder die Bereichsausnahme des Artikel 51 und jetzt die fieseste Norm des AIUV. Für die Dienstleistungsfreiheit verweist der Artikel 62 auf eine Reihe von Artikeln, die bei der Niederlassungsfreiheit gelten. Man muss also wissen, dass das diesen Verweis gibt. Wie schauen die unterschiedlichen Erbringungsformen der Dienstleistungsfreiheit aus? Zunächst mal gibt es die aktive Dienstleistungsfreiheit bei Erbringung in einen anderen Mitgliedstaat. Das ist beschrieben im 57 Absatz 3, dass eben jemand zwecks Erbringung seiner Leistungen sich in den anderen Mitgliedstaat begibt. Klassischer Fall Handwerker. Ein Handwerker aus Subice, das ist eine der westlichsten Städte Polens, fährt nach Berlin, um dort ein Rohr zu reinigen oder etwas zu tischlern oder etwas aufzumauern oder so etwas. Das ist die klassische aktive Dienstleistungsfreiheit bei Erbringung in einen anderen Mitgliedstaat. Ich habe jetzt nur mal einen Mitgliedstaat genannt, wo das nach Berlin auch einen Sinn macht. Ja, es dürfte verhältnismäßig wenig irische Handwerker in Berlin geben, einfach der Entfernung wegen, die das im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit selbstständig tun. Und dann muss man eben fragen, ob nach Dauer, Häufigkeit, Periodizität und Kontinuität der Tätigkeit ist das noch Dienstleistung oder schon Niederlassung. Nach dem Schwerpunkt muss man auch zum Warenverkehr abgrenzen, wenn etwa eine Supermarktkette ihr Warenangebot grenzüberschreitend anbietet. Das kennen wir in Deutschland nicht so sehr, aber vielleicht sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Spanien da. Da gibt es Aldi und Lidl. Ich will hier keine Werbung machen, aber andere, das sind so die Hauptunternehmen, die grenzüberschreitend tätig sind. Ich glaube, das hat auch nichts mit Schleichwerbung zu tun, sondern es ist einfach ein wirtschaftliches Faktum. Und dann muss man eben abgrenzen, soll das eine Dienstleistung sein oder in dem konkreten Fall mit den Supermärkten, das ist schlicht Warenverkehr und nicht die Dienstleistung, dass man was zum Verkauf angeboten bekommt. Dann als weitere Erbringungsform, also zur Beschreibung des Anwendungsbereichs nötig, die aktive Dienstleistungsfreiheit bei sogenannten Korrespondenzdienstleistungen. Der Dienstleistende bleibt, wo er ist,
Der Leistungsempfänger bleibt, wo er ist. Die Dienstleistung überschreitet die Grenze. Klassisches Beispiel Rechtsberatung. Sie sind später mal Anwältin oder Anwalt und sollen jetzt, früher habe ich immer in London anrufen lassen, geht jetzt nicht mehr, Sie kriegen einen Anruf aus Paris, es soll Rechtsrat über eine Frage des deutschen Rechts gegeben werden. Sie sagen, oui, oui, kann ich, ja, und erbringen als Anwältin, als Anwalt diese Leistung. Das ist dann die typische Korrespondenzdienstleistung. Gibt es auch bei Bankdienstleistungen, gibt es bei allem, was sozusagen nicht körperlich ist, ja. Also eine Korrespondenz-Dachdeckerleistung ist schwierig, ja. Da muss der Dienstleister schon mitkommen. Und dann gibt es noch die passive Dienstleistungsfreiheit. Da bleibt der Dienstleistungserbringer vor Ort und der Empfänger oder eben auch die Empfängerin begibt sich dahin. Klassischer Fall Tourismus. Ich fahre, eines Tages wird uns das wieder erlaubt sein, ich fahre in den Urlaub in eines der schönen Länder, aus dem unsere Erasmus-Kommilitoninnen und Kommilitonen kommen. Ob es Italien, Spanien, Portugal, Griechenland oder welches Land auch immer ist oder auch im Norden eines und nehme dort Dienstleistungen in Anspruch. Zum Beispiel eine Hotelübernachtung oder einen Restaurantbesuch. Auch das gehört zur Dienstleistungsfreiheit. Natürlich, dass die Dienstleistungsempfänger gewissermaßen zirkulieren können. Und eben hatte ich noch ein weiteres, aber viel selteneres Beispiel genannt, grenzüberschreitende Gesundheitsdienstleistung. Zu unserem Glück fehlt uns jetzt bei den Grundfreiheiten noch der freie Kapitalverkehr. Hier gibt es eine wichtige Besonderheit beim persönlichen Anwendungsbereich. Wir schauen uns mal den Artikel 63 Absatz 1 an. Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle Beschränkungen des Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern verboten. Die Kapitalverkehrsfreiheit gilt auch für Drittstaatsangehörige und Unternehmen. Als Amerikaner, als Australierin, als jemand aus Indien oder von wo auch immer auf der Welt kann ich mich auf die Kapitalverkehrsfreiheit berufen. Hintergrund ist rechtspolitisch die Attraktivität des Euroraums zu steigern, zu bewirken, dass eben auch Nicht-EU-Ausländer im Euroraum ihr Kapital anlegen. Sachlich ist denn auch in Artikel 63 Absatz 1 dieser Vorgang gemeint. Erst mit dem Vertrag von Maastricht, erst mit der Einführung des Euro wurde auch der freie Kapitalverkehr verwirklicht. Es geht um jede über die Grenzen eines Mitgliedstaats hinweg stattfindende einseitige Übertragung von Geld oder Sachkapital, die primär zu Anlagezwecken erfolgt. Also nicht in Verbindung mit der Personenverkehrsfreiheit. Wenn Sie eines Tages, dürfen wir das wieder, in die Ferien fahren und nehmen sich ein Taschengeld mit, das Ihnen die Großmutter zugesteckt hat. Na, jetzt wird es fast überzogen. Ja, jemand fährt in Urlaub, nimmt ein bisschen Bargeld mit. Das ist natürlich kein freier Kapitalverkehr, sondern da wird schlicht von der Dienstleistungsfreiheit in Ihrem Personenverkehrsfreiheitenanteil Gebrauch gemacht. Es geht auch nicht um Transaktionen auf dem Gebiet des Waren- oder Dienstleistungsverkehrs. Sie kaufen einen Gegenstand im EU-Ausland, der wird Ihnen mit dem Paket geschickt, dann überweisen Sie, das ist kein freier Kapitalverkehr, sondern einfach Zahlungsverkehr. Sondern es geht eben um Anlagezwecke und da kann es schon mal sein, dass Niederlassungs- und Kapitalverkehrsfreiheit in eins fallen. Etwa bei einer Investition mit Grundstückserwerb. Auch unter den freien Kapitalverkehr fällt der Erwerb sogenannter Golden Shares, Anteilen an Staatsunternehmen, die eigentlich nur in begrenztem Umfang veräußert werden können. Das führt dann dazu, dass die Veräußerung begrenzt ist. Kapitalverkehrsfreiheit schützt diesen Vorgang. Die Begrenzung ist rechtfertigungsbedürftig. Dass die Zahlungsverkehrsfreiheit eine Annexfreiheit ist, das hatte ich Ihnen schon genannt. Wir müssen noch einen Blick werfen auf das allgemeine Diskriminierungsverbot.
Das ist eine sehr unsichere Dogmatik und der Artikel 18a EUV, der das allgemeine Diskriminierungsverbot bezeichnet, ist nachrangig. Was steht da nochmal? Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verträge ist in ihrem Anwendungsbereich jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten. Naja, die Grundfreiheiten eröffnen den Anwendungsbereich und dann sind sozusagen alle Diskriminierungen hier verboten. Wir müssen also abgrenzen das Allgemeine vom Besonderen. Das Besondere wären die Grundfreiheiten. Das ist besonders problematisch gewesen in der Entscheidung, in der die Bundesrepublik Deutschland das Mautverfahren verloren hat. Ich habe Ihnen diese Entscheidung abgedruckt und möchte Ihnen vorschlagen, dass Sie sich das ansehen und dass wir gemeinsam darüber sprechen. Letzter Punkt, der noch fehlt, ist der räumliche Geltungsbereich, kurz gesagt der grenzüberschreitende Bezug. Das ist zum Glück relativ einfach. Grundfreiheiten brauchen einen grenzüberschreitenden Bezug, sonst kommen sie nicht zur Anwendung. Das ist teilweise im Wortlaut schon angelegt. Wir haben es gerade bei der Dienstleistungsfreiheit gesehen. Die Grundfreiheiten spielen keine Rolle, wenn jemand eine Ware von Berlin nach Brandenburg verkauft oder wenn jemand als Arbeitnehmer von Berlin nach Hamburg fährt. Sondern wir brauchen einen grenzüberschreitenden Bezug über die Grenzen der Mitgliedstaaten. Wir brauchen einen Bezug zum Binnenmarkt. Das heißt auch, dass die sogenannten Inländerdiskriminierungen nicht unter das Europarecht fallen. Was heißt das? Das heißt, dass eine Situation, in der Mitgliedstaatsangehörige des gleichen Mitgliedstaats benachteiligt werden durch die Wahrnehmung der Grundfreiheiten von EU-Ausländern, dass in einer solchen Situation die Grundfreiheiten nicht greifen. Ein Beispiel aus der Vergangenheit. Früher war es in Deutschland nicht erlaubt, dass Anwälte außerhalb ihres Landgerichtsbezirks auftraten. Also man war zugelassen, etwa beim Landgericht Berlin. In dem Moment, wo die Dienstleistungsfreiheit es Anwälten aus anderen EU-Mitgliedstaaten ermöglicht hat, in Deutschland Rechtsdienstleistungen anzubieten, konnten die das natürlich überall, denn sie hatten ja ihren Sitz in Paris, damals noch in London, in Amsterdam oder Rom oder wo auch immer. Und das hat zu einer Benachteiligung der deutschen Anwaltschaft geführt, die ja in ihrem Landgerichtsbezirk nur agieren konnte. Ist aber fürs Europarecht irrelevant. Ist eine sogenannte Inländerdiskriminierung. Sie ist vielleicht ein Verstoß, das ist umstritten, gegen Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, aber sie hat sozusagen, die Inländerdiskriminierung ist europarechtlich nicht von Bedeutung. Ein anderer Sachverhalt, das habe ich hier als aber gekennzeichnet, ist der grenzüberschreitende Bezug, wenn sich ein Inländer in der Situation wie ein Ausländer befindet. Zum Beispiel möchte jemand, der deutscher Staatsangehöriger ist, aber in Frankreich lebt, in Deutschland eine Dienstleistung erbringen. Dann hat das einen grenzüberschreitenden Bezug, dann ist sozusagen hier nicht einfach ein innerstaatlicher Sachverhalt bloß vorhanden. Ja, meine Damen und Herren, das war es auch schon, der Einstieg in den Binnenmarkt. Bitte schauen Sie sich das genau an. Stellen Sie mir Ihre Fragen in der Zoom-Sitzung, diejenigen, die bei uns an der Fakultät immatrikuliert sind. Und ich hoffe, dass Sie mit dieser Materie zurechtkommen. Natürlich wünsche ich Ihnen wie immer alles Gute. Bis zum nächsten Mal.